neuen Video bei Einfach und Schnell kochen. Heute machen wir Rahmschwammerl. Vorab möchte ich euch aber ein gutes neues Jahr wünschen und ich hoffe, dass ihr alle gut reingerutscht seid. Für die Rahmschwammerl benötigen wir Gemüsebrühe, Schlagsahne, Pilze, welche ihr da genau nehmt, ist völlig egal. Natürlich keine giftigen. Eine Zwiebel, Salz und Pfeffer, etwas Butter und Petersilie oder alternativ, wie ich es hier mache, mit dieser verschiedenen Kräutermischung. Wir beginnen damit, die Zwiebel und die Champignons zu schneiden. Die Pilze schneiden wir in ca. 1 cm breite Scheiben. Anschließend geben wir etwas Butter in eine Pfanne und schmelzen diese. Darin dünsten wir dann die Zwiebeln an. Wenn diese etwas angedünstet sind, kommen die Champignons hinzu. Danach würze ich diese mit Salz und Pfeffer und gebe die Kräuter hinzu. Lasse ich dann noch circa eine Minute lang köcheln und stelle die Pilze dann beiseite. Nun benötigen wir einen großen Topf, in dem wir wiederum Butter schmelzen und eine Mehlschwitze anrühren. Dazu geben wir dann Gemüsebrühe und lassen diese aufkochen. In der klassischen Variante kommt noch Weißwein hinzu. Da ich diesen nicht verwenden möchte, nehme ich einen Spritzer Zitronensaft, um diese leicht säuerliche Note reinzubekommen. Ich werde euch aber beide Rezeptalternativen in die Infobox schreiben. Nach dem Aufkochen rühren wir die Schlagsahne ein und geben danach die Champignons hinzu. Dann könnt ihr das Ganze noch etwas köcheln lassen. Falls eure Soße dann immer noch zu flüssig ist, könnt ihr noch mit Soßenbinder oder weiterem Mehl arbeiten. Bei Mehl solltet ihr jedoch etwas vorsichtig sein, da man schnell einen sehr mehligen Geschmack bekommt. Und dann könnt ihr das Essen auch schon servieren. Zu Rahmschwammerl passen sehr gut Semmel oder Kartoffelknödel, man kann sie aber auch sehr gut zu Spätzle essen. Wir haben diesmal keine selbstgemachten Knödel gegessen. Habt ihr denn Interesse an einem Video, wo ich euch zeige, wie man Knödel selber macht? Schreibt mir das doch in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch noch Bon Appetit, viel Spaß beim Nachkochen und bis bald. Tschüss!